Hat eure Spülmaschine den Fehler E15? Dann schlägt ein Sensor an, dass Wasser austritt. Aber kein Problem, wir reparieren das. Eure Spülmaschine wirft den Fehler E15, dann ist irgendwas undicht. Ganz oft ist es die Pumpensumpfdichtung, also hier unten. Das könnt ihr sehr einfach beheben. Es gibt zum Beispiel bei Amazon ein Reparaturset. Enthalten ist einfach ein Gummi. Wenn ihr dieses einbaut, ist euer Geschirrspüler wieder dicht und funktioniert normal weiter. Bleibt dran, ich zeige euch, wie es funktioniert. Als erstes entfernt ihr beide Schubladen, da wir den ganzen Platz für die Reparatur brauchen. Stellt am besten den Strom der Spülmaschine ab. Dann entfernen wir die Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher, die den oberen Teil des Filters halten. Den anderen Teil des Filters habe ich schon ausgebaut. Als nächstes entfernen wir den Wasserverteiler. Einfach anheben und rausnehmen. Falls jemand weiß, wie das Ding heißt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Weiter müssen wir dieses Wasserrohr zum oberen Wasserverteiler entfernen. Dies gelingt euch, indem ihr dieses Rohr einfach ausklickt. Dasselbe macht ihr am oberen Klicker. Entnehmt dann das ganze Bauteil und legt es zur Seite. Nun schrauben wir am Pumpensumpftopf die zwei übrig gebliebenen Schrauben heraus. Nun sollte der komplette Pumpensumpftopf bewegbar sein. Wenn ihr oben drauf drückt, sollte sich dieser leicht bewegen. Dies ist wichtig, da wir nun hier die Gummidichtungen zwischen dem Spülmaschinenboden und dem Pumpensumpftopf installieren müssen. Wir öffnen das Reparaturset. Ihr seht, es besteht wirklich nur aus einem oder mehreren Gummis und einem kleinen dünnen Draht, der euch beim Einfriemeln des Gummis unterstützt. Schmiert für einen besseren Flutsch das komplette Gummi mit ordentlich Spülmittel ein. Nun nehmt ihr den kleinen Draht, führt das eine Ende von der Mitte an dem Schraubenhalter vorbei. Klemmt nun das Gummi ein und führt das andere Ende des Drahtes an den Schraubenhalter vorbei und zieht nun sehr vorsichtig den Draht mit dem Gummi komplett um den Schraubenhalter herum. Wenn es schwer geht, drückt auf den Pumpensumpftopf rum und nutzt noch mehr Spülmittel. Nun machen wir dasselbe mit dem Gummi und dem Draht am anderen Schraubenhalter. Nun drückt ihr das komplette Gummi ringsherum rein, damit es auch wirklich alles abschließt. Mittlerweile kann ich euch sagen, alles ist scharf. Nutzt Handschuhe, die einen Schnittschützen mitbringen. Wenn das Gummi komplett eingelegt ist, schraubt die zwei Schrauben wieder herein.
baut das Rohr wieder zurück und legt es in die Halterungen. Schraubt die zwei Schrauben des Filters ein. Setzt den Wasserverteiler ein und den Schmutzfilter. Bringt die Schubladen zurück in die Spülmaschine. Wir bringen den Strom zur Spülmaschine zurück. Nun testen wir das Ganze. Wir testen es mit einem kurzen Spülprogramm. Ihr hört, sie arbeitet wieder. Und nach ein paar Minuten ist das Programm erfolgreich durchlaufen, ohne einen Fehler E15 zu werfen. Nach dem Einbau der Dichtung des Pumpensumpftopfes seht ihr, dass auch meine Geschirrspülmaschine wieder tadellos funktioniert, auf die nächsten 10 Jahre. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch gezeigt, wie ihr euren Geschirrspüler selber reparieren könnt. Lasst mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss, euer Jan von Jans Technik Channel.